Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Verler Bürger und Bürgerinnen, sehr verehrte Mitglieder des Verler Rates. Ein anstrengendes Jahr 2020 liegt hinter uns. Wir wurden vor Aufgaben gestellt, die wir vorher nicht voraussehen konnten. Todesfälle und Erkrankungen hat unsere Fraktion vor Probleme gestellt, die wir nicht einfach zu bewältigen waren. Wir haben uns aber dieses Problem gestellt und konnten sogar zu den Kommunalwahlen 2020 ein neues Ratmitglied zur Verstärkung haben. Die Verler Bürger können sich darauf verlassen, dass die FRG weiterhin bürgerliche und bürgernahe Politik zum Wohle unserer Stadt vertreten wird. Neben den tragischen gesundheitlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie kann die zukünftige Auswirkung auf die Wirtschaft noch gar nicht real eingeschätzt werden. Die Frage, ob die Entscheidungen in Verl immer richtig waren, lag nicht allein in unserer Hand, sondern wurden maßgeblich von Bund, Land und Kreis geprägt. Der Haushaltsplan 2021 wurde fristgerecht aufgestellt und die Fraktionen haben sich, wie in jedem Jahr, intensiv mit Zahlen und Anträgen auseinandergesetzt. Es wurden 43 Änderungsanträge zum Haushalt von der Verwaltung und den Fraktionen eingebracht. Diese hohe Zahl zeigt, dass es eine große Bereitschaft zur Gestaltung gibt. Gleichzeitig auch ein Hinweis darauf, dass die finanziellen Möglichkeiten unserer Stadt auf Dauer nach wie vor sehr optimistisch gesehen werden. Bedanken möchte ich mich bei dieser Stelle bei unserem Kämmerer, Herbert Schönauer, der unsere Fraktion ausführlich Informationen und Erklärungen zur Verfügung gestellt hat. Vor dem Hintergrund der noch vorher bevorstehenden Herausforderungen 2020 für 2021 und die darin enthaltenen unbekannten Corona-Risiken nehmen wir zu folgenden Themen Stellung. Die Personalkosten der Verwaltung sind im Verl in den letzten Jahren enorm gestiegen. Wir fordern hier eine Aufgabenanalyse, bei denen jeder dieser Aufgaben zur Nutzung und Aufwand zu hinterfragen ist. Wir begrüßen die Reduzierung der Marketingaufgaben. Diese Aufblähung der Kosten war sehr hoch. Zahlreiche große Projekte, insbesondere im Hochbaubereich, stehen auf der Agenda für den Haushaltsplan 2021. Die größte Aufgabe ist sicherlich das Projekt Gesamtschule Hallenbad. Die zunächst angekündigte Kostendeckelung von 29 Millionen Euro gehört längst der Vergangenheit an. Die ersten Kostenschätzungen für das Hallenbad läuft auf 15 Millionen Euro. Insgesamt werden bei dem Gesamtprojekt hiermit sicherlich weit über 40 Millionen auf die Stadt zukommen. Können wir das vertreten? Bei der Vorstellung der Kostenschätzung wurde auf manches Detail diskutiert. Ballwurfsichere Decken, Barrierefreiheit, Umkleideräume, Sozialräume für Menschen, die sich keine Geschlechterangehörigen fühlen. Alles diese Details sind wichtige Bauverläufe zu klären. Nicht hinterfragt wurde jedoch die Unterhaltskosten und die Abschreibung, für die jährlich unserem Haushalt beeinflussen werden. Wir bitten hierzu die Verwaltung, die konkrete Ausführung ebenso wie schnellstmögliche Zahlen für die Modernisierung der Gesamtschule vorzulegen. Bezüglich der alten Mühle, zu dem damit verbundenen Gründerzentrum, sind der vollmündigen Ankündigung bisher keine Taten gefolgt. Auch hier bitten wir um zeitnahe Informationen. Bezüglich einer Erweiterung des Stadions erwarten wir, dass die damit verbundenen Probleme künftig öffentlich diskutiert werden und nicht hinter verschlossenen Türen. Bei aller Freude über die Leistung des FC Verls, hier muss mit Augenmaß gehandelt werden. Ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 10.000 bis 15.000 Personen sehen wir sehr kritisch. Die Kosten für eine Machbarkeitsstudie für die Landesgartenschau halten wir für überflüssig. Die ärztliche Versorgung für die Lebensqualität unserer Bürger von immenser Wichtigkeit, die dafür bereitstellenden Mittel tragen wir mit. Positiv zu bewerten ist die von der CDU-Fraktion Gedanken für die Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten der Ostwestfalenhalle macht. Die offensichtliche bauliche Mängel dieser Halle wurden jedoch in den letzten Jahren ignoriert. In der öffentlichen Diskussion seit einigen Wochen
auf die Fläche am ehemaligen Bauhofes. Sicherlich können hier auch in diesem Gelände eventuelle Wohnbebauungen in Frage. Allerdings hat dieses langfristiges Folgen für den Nahversorgungszentrum. Und es wäre fatal für die innerstädtische Entwicklung. Doch vermissen wir bei diesem Gesamtkonzept die dringend benötigten Wohnflächen. Die Förderung und Ausstattung der Digitalisierung unserer Schulen ist uns besonders wichtig und finden im Haushalt unsere Zustimmung. Auch die Modernisierung der Fährler Bibliothek und der Einsatz von Photovoltaikanlage sehen wir für sinnvoll. Mit Blick auf all die allgemeine Gefahrenabwehr begrüßen wir den neuen das Feuerwehrgerätehaus in der Sönheide. Ebenso die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für den Löschzug Kaunitz. Insgesamt überwiegen aber die Punkte, die von uns kritisch bewertet werden. Erst in den Jahr 2023 und nachfolgend werden die finanziellen Auswirkungen der Jahre 2020 und 2021 sichtbar werden. Trotz unserer derzeitigen guten und stabilen Finanzlage sollten wir bedacht in die Zukunft schauen. Finanzielle Abenteuer wird von unserer Fraktion nicht unterstützt. Nach sorgfältiger Prüfung und geplanter Investitionen und Ausgaben sind wir der sachlichen Entscheidung gekommen, den vorliegenden Haushaltsplan 2021 nicht zuzustimmen. Ich bedanke mich bei allen Ratsmitgliedern, bei der Presse für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2020 und freue mich auf weitere Aufgaben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.